So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine weitere Runde Micro City von Thistroy Games aus Polen. Ein Kickstarter 2020, der vor ein paar Wochen bei mir angekommen ist. Ein Spiel für ein bis zwei Personen ab 10 Jahre, soll so 10 Minuten bis eine Dreiviertelstunde dauern. Wir nehmen heute eine Solo-Variante wieder mal. Ich habe hier nochmal den Aufbau hingestellt für das Standard-Basisspiel für eine Person. Die 4 Hauptdistrikte von 1 bis 4 sind die Karten nummeriert, habe ich mal hingelegt und meinen Worker hier schon platziert. Wir machen das aber heute nicht. Wir gucken uns mal eine der Erweiterungen an. Wir gehen mal zunächst durch die Erweiterungen durch. Es gibt zunächst in umgekehrter Reihenfolge die Gartenerweiterung oder Parkerweiterung mit diesem einen Parkfeld hier in einem Distrikt. Den muss man so platzieren, dass er in der Mitte ist und nicht irgendwo am Rand. Und dieses Feld darf dann während des ganzen Spiels nicht betreten werden von irgendwelchen Spielfiguren. Das heißt aber auch, dass man dann Umwege laufen muss. Das macht das Ganze etwas arbeitsintensiver wahrscheinlich und damit auch etwas länger und damit schwieriger ist, in der vorgegebenen Zeit zu erfüllen, die Aufgaben, die man hat. Das wird schwieriger. Machen wir später vielleicht mal. In der Solo-Partie sehe ich auch nicht ganz unbedingt den Sinn dieser Karte. Ich glaube, dass es in der kooperativen Modus auch nicht hilft, aber vielleicht oder das Ganze nur schwerer macht, wenn man Experte wird. Aber in dem kompetitiven Modus mit 2 Spielern, da könnte das durchaus auch als Effekt sehr sinnvoll sein. Dann haben wir die Hafenerweiterung, die Seaport Expansion. Die kommt normalerweise links neben das Tableau und gibt dann Möglichkeiten, Schiffskontrakte zu erfüllen und damit Siegpunkte zu gewinnen. Ist in der Solo-Variante, wo es darum geht, solche Building-Ereignisse hier oder ja, Building-Maßnahmen zu erledigen nach und nach. Da helfen Siegpunkte nicht wirklich, die helfen nur dann, wenn man Siegpunkte sammelt. Und das ist im kompetitiven Modus sicherlich spannender, die Seaport-Erweiterung sich anzugucken. Hier ist die Karten sind nummeriert in der Mitte von 1 bis 4. Hier die Karte Nummer 8. Ist ein ganz normaler weiterer Distrikt mit 4 Quartieren, mit 4 Bereichen, der etwas anders strukturiert ist. Die nehmen wir heute auch mal nicht dazu. Was wir aber nehmen, und darum kümmern wir uns heute, ist die Logistikerweiterung mit 4, ihr seht es in der Mitte hier, violett gefärbten Distrikten, Quartieren pro Distrikt, jeweils einer. Und dann immer etwas anders strukturierten Umfeld. Die haben immer einen Handelsdistrikt, ein Handelsquartier, ein Wohnquartier und dann ein Industriequartier. Einmal Holz, einmal Stahl, einmal Kohle mit dazu sortiert. Da müssen wir uns jetzt aussuchen, man soll eine Karte, eine dieser Logistikkarten mit dazu nehmen. Ich bin ja, ehrlich gesagt, ein Flugzeugfan, würde gerne den Flughafen nehmen, aber dann fällt mir hier zum Beispiel, wenn ich es austauschen wollte, ich habe auf jeder bisherigen Distriktkarte entweder 2 Industriekarten oder 2 Wohndistrikte. Auf jedem Distrikt 2 Wohnquartiere oder 2 Industriequartiere. Das habe ich hier nicht. Ich muss also entscheiden, was mir wegfällt und was ich dafür behalte oder nicht behalte. Stahl ist wichtig. Wir wollen heute mal die B-Seite von der Einsteigerkarte bauen. Da wäre Stahl wichtig. Das sieht man hier, Stahl und Kohle. Das möchte ich ungern dann opfern. Das heißt, wir sollten mal schauen, dass wir Stahl eventuell sogar noch eins mehr nehmen. Und dafür Holz ist nicht ganz so wichtig. Vielleicht tauschen wir das einfach mal die Karte Nummer 6 aus. Dann haben wir noch mal ein Stahlwerk mehr. Wir könnten auch die Karte Nummer 7 nehmen. Die hätte dann ein Kohlewerk mehr. Dafür opfern wir jetzt hier von der Karte Nummer 3 das Holzgebiet. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir gehen noch mal ganz kurz, ist schon länger her, dass ich ein Let's Play gemacht habe, die Regeln durch. Wir müssen mit unserem Worker jeweils über die einzelnen Quartiere der 4 Distrikte laufen. Wie weit wir laufen können, sagen uns die jeweiligen Projektkarten, die wir auswählen können. Auf den Projektkarten steht dann auch jeweils eine normale und eine fortgeschrittene Aktion. Die fortgeschrittenen Aktionen können wir ausführen, wenn wir einen der Würfel dafür auch einsetzen. Und auf den jeweiligen Distrikten, über die wir laufen, auf den Quartieren, über die wir laufen, da stehen dann ebenfalls Aktionen, nämlich fortgeschrittene und normale Aktionen. Die normale Aktion
ist bei einem Industriefeld, dass ich eine Ressource erhalte. Die fortgeschrittenen Aktionen, wenn ich den entsprechenden Würfel mit dem Augenwert platzieren kann, dann wäre es, dass ich zwei Ressourcen bekomme. Beim Handelsfeld ist es, dass ich eine Ressource gegen eine andere austauschen kann und ein Geld gewinne. Und bei der fortgeschrittenen Aktion wieder bei Einsatz eines Würfels. Hier seht ihr zwei verschiedene, eins oder zwei kann ich einsetzen in diesem Beispiel. Dann würde ich eine Ressource gegen zwei andere Ressourcen tauschen. Die müssen nicht notwendigerweise die gleichen sein und würde zusätzlich ein Geld gewinnen. Das ist Kohle, das ist Stahl, das ist Holzressourcen. In einem Wohngebiet kann ich entweder, wenn ich eine normale Aktion mache, kriege ich zwei Geld oder ich kann bauen. Dann muss ich wieder den Würfel platzieren und kann dafür gegen den Einsatz dieser Ressourcen die jeweilige Ebene hier bauen. Immer in diesem Fall muss ich jeweils auf dem Quartier und auf der Ebene, die ich baue, das entsprechende Token platzieren. Und davon habe ich insgesamt nur 8. 4 davon muss ich hier einsetzen. Das heißt, hier dürfen zum Schluss auch maximal nur 4 liegen. Denn wenn mir die Token ausgehen, habe ich verloren. Wenn mir die verfügbare Rundenzahl ausgeht, da kommen wir gleich nochmal zu, habe ich natürlich auch verloren. Aber wenn ich alle Ebenen bauen kann, bevor die Runden zu Ende sind, dann habe ich gewonnen. Das war es im Groben. Bei der Logistikerweiterung kommt jetzt hinzu, dass wir, jetzt gucke ich da nochmal genau in den Regeln nach, möchte keinen Fehler machen, dass wir, bin viel zu vorbereitet, ich weiß noch nicht mal, auf welcher Seite die Erweiterungen erwähnt sind, hier sind sie, da steht's. Hier steht, es wird also eine Karte ausgetauscht, auch wieder auf der A-Seite. Ich kann mit einer der Aktionen auf den Projektkarten kann ich den Distrikt upgraden auf die B-Seite. Dann habe ich mehr Möglichkeiten, Sonderaktionen einzusetzen, mehr Würfelmöglichkeiten. Auf den Logistikkarten selbst seht ihr hier unten keine Würfelnummer, sondern ein X. Das heißt aber, dass ich als Basisaktion auf einer Logistikkarte zwei Investmentmarker zurückbekomme. Und als erweiterte Aktion bekomme ich, Moment, jetzt verstehe ich es gerade selber nicht mehr, ich hatte es anders in Erinnerung. Ah, okay, es sind zwei Basisaktionen, die ich habe. Ich habe entweder, ich hole mir zwei Investmentmarker, das sind diese Häuser hier, vom Feld zurück, oder ebenfalls eine Basisaktion, ich tausche ein Geld gegen zwei Materialien. Das ist natürlich noch günstiger als zum Beispiel hier im Handelshaus. Allerdings muss ich immer irgendeinen Würfel hier platzieren. Das heißt also auch der Bonus am Rundenende, wenn ich keinen Würfel platziert habe, dass ich ein Geld gewinne, der fiele dann weg, weil ich, wenn ich hier eine Aktion mache, muss ich auf jeden Fall einen Würfel platzieren. So, das heißt also hier habe ich die, ich lasse das mal offen liegen als Erinnerung. Ihr seht es vielleicht nicht mehr, nein, ihr seht es nicht mehr, aber ich sehe es noch als Basisaktion. Ich habe hier keine erweiterte Aktion oder Spezialaktion. Wie läuft die Runde nochmal grob ab? Wir setzen uns das Ziel, diese 4 Ebenen hier zu bauen. Die Reihenfolge ist egal, die Felder sind nicht nummeriert, also habe ich keine vorgegebene Reihenfolge. Dafür muss ich Ressourcen sammeln. Was ich habe, ist hier, dass ich in dem Basisspiel die B-Seite der Einsteigerkarte baue und dafür habe ich in der Medium-Schwierigkeit 15 Runden Zeit. Das heißt, ich setze meinen Rundenmarker auf 15 Runden und das ganze Spiel, jede Runde ist in 4 Phasen aufgeteilt. Die Vorbereitungsphase, in der ich würfle und dann gegebenenfalls gegen Einsatz von Geld oder Ressourcen nochmal entweder Material verkaufe, was ich derzeit noch nicht habe, ich fange mit 2 Geld an, oder meine Würfel manipuliere. Dann kommt die Projektphase, wo ich eine dieser Karten auswähle. Die habe ich eigentlich auf der Hand. Ich habe sie heute nur für euch ausgebreitet hier liegen, damit ihr sie alle gleichzeitig sehen könnt. Und für mich wird dann auch das Handling einfacher, muss ich zugeben. Eine dieser Karten muss ich auswählen. Sie sagt mir dann oben links, wie weit mein Worker, mein Ingenieur laufen darf. Und zwar immer nur rechtwinklig. Das muss ich dann tun. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich die normale Aktion, die Standardaktion oder die erweiterte Aktion ausführe. Wenn ich das mache, muss ich natürlich den entsprechenden Würfel dafür verwenden, den ich vorher gewürfelt haben muss. Sonst kann ich das nicht tun, kann nur die Standardaktion ausführen. Wenn ich das getan habe oder wenn ich keine Karten mehr habe, kriege ich alle Karten einfach zurück und habe keine Aktion.
Dann kommt die Investmentphase, da geht es um das Quartier, auf dem ich dann jeweils gelandet bin, um das Stadtviertelchen. Und da muss ich dann entscheiden, mache ich eine normale Aktion oder mache ich eine erweiterte Aktion. Wenn ich eine normale Aktion mache, dann muss ich das entsprechend abhandeln. Bei der erweiterten Aktion muss ich auch hier den passenden Würfel dafür liegen haben. Es darf dann nicht der sein, den ich schon für die Projektkarten eingesetzt habe. Und wenn das gelaufen ist, dann geht es eine Runde weiter. Das heißt, es wird ein Investmentmarker auf dem Feld platziert. Ich darf hier auch nur eine Aktion machen, wenn überhaupt noch kein Investmentmarker drauf liegt oder keiner mehr. Dann geht die Runde eine weiter. Und falls ich keine Würfel eingesetzt habe, falls ich sparsam war, kriege ich als Belohnung noch ein Geld. Wir gehen es mal los mit den vier Runden hier. Was brauche ich? Ich brauche eine Menge Kohle, ich brauche eine Menge Stahl, ich brauche ein bisschen Holz und ein bisschen Geld. Das müssen wir uns mal sammeln. Wir fangen einfach mal an. Da poltert er runter. Einser Pasch. Legen wir uns hin. Gucken wir mal, was wir brauchen können. So, egal wo wir sammeln müssen, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwo anfangen. Mit einer 1 kann ich in der näheren Umgebung nichts tun. Hier oben könnte ich handeln, in dem Handelsquartier. Da würde ich dann entweder ein Material gegen ein anderes und ein Geld tauschen. Aber ich kann nicht tauschen. Das heißt, da bringt es mir nichts. Also sammle ich einfach nur eine Ressource. Ich brauche also auch nicht zwei Felder weit zu laufen. Doch, ich könnte zum Beispiel nach hier laufen und mit der 1 dann bauen. Dafür habe ich aber keine Ressourcen. Ich brauche also keine Sonderaktion zu machen. Und bei der Basis, bei der Logistik, im Logistikquartier kriege ich entweder zwei Investmentmarker zurück oder ich kann ein Geld gegen zwei Materialien. Das ist vielleicht eine Idee. Das machen wir mal. Dafür müsste ich zwei Felder laufen, das heißt, ich kann nur eine von diesen beiden Projektkarten einsetzen. Und dann nehme ich mal hier die Karte, laufe 2, führe die Standardaktion aus, hole einen Investmentmarker zurück oder gewinne ein Material. Also gewinne ich mir ein Material, nehmen wir das hier, Holz kann man immer brauchen. Damit ist die Karte abgehandelt, die kommt zur Seite. Und als nächstes kommt das Feld dran, das heißt, ich muss einen Würfel platzieren. Das auf jeden Fall. Und ich nehme die zweite Basisaktion, tausche ein Geld gegen zwei Materialien. Und dann nehme ich einfach mal 2 Kohle. So, ihr seht, jetzt haben wir plötzlich mit einem Zug schon das ganze Material, um diese Ebene hier zu bauen. 2 Kohle, ein Holz, ein Geld, ist alles da. Wir könnten theoretisch im nächsten Schritt bauen. Wir müssen aber hier noch aufräumen. Das heißt, ich muss hier den Investmentmarker platzieren. Ich lege den auch mal hin, damit ihr den seht. Dann muss ich den Rundenmarker einen runtersetzen. Und da ich einen Würfel eingesetzt habe, gibt es keine besondere Belohnung. Also geht es weiter in die zweite Runde. Eine 1 und eine 6. Ja, jetzt könnten wir mit der 1 hier oben bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Dafür müssten wir 2 Felder laufen. Oder wir sammeln weiter Material. Was hilft uns die 1? Was hilft uns die 6? Mit der 6 hier könnten wir 2 Stahl sammeln. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dafür brauchen wir nur ein Feld laufen. Dafür suche ich mir gerade eine Karte aus. Hilft uns da irgendwas anderes? Ich brauche nur ein Feld laufen. Ich könnte also hier diese Karte nehmen. Oder schauen wir mal auf die 6. Die habe ich ja auch noch. Die brauche ich ja hier. Dann könnte ich höchstens die 1 nehmen. Kann ich ein oder zwei Investmentmarker. Nee, das hilft uns auch nicht, aber die Standardaktion reicht. Wir nehmen diese Projektkarte, laufen ein Feld, remove one investment token from any area, dann nehmen wir den hier wieder zurück in unser Portfolio. Damit ist die Karte abgehandelt, dann geht es auf das Quartier hier, das ist Industrie, dann nehmen wir die Extended Action,
Das heißt, wir kriegen dann zwei Stahl. Und haben einen Würfel eingesetzt. Hier kommt ein Investment Token hin. Und damit ist die Runde wieder zu Ende. Wieder 1 und 6. Jetzt wird es aber spannend mit dem Bauen hier. Wir können immer noch diese Ebene bauen. Mit zwei Stahl, eine Kohle könnten wir auch und einem Geld können wir auch diese Ebene bauen. Ist also nicht weiter tatsächlich. Ja, wir haben mehrere Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten zu bauen. Dafür müssen wir nur hier rüber, ein Feld. Können wir irgendetwas anderes machen, was uns hilft? Nö, das machen wir einfach. Wir nehmen uns dazu diese Karte hier. Ein Feld. Und sagen und setzen hier die 6 ein. Das bedeutet gain two money or one material. Ich entscheide mich hier mal für 2 Geld. Und hole alle Projektkarten zurück, außer dieser hier. Das heißt, die anderen beiden Karten, die wir gespielt haben, kriegen wir jetzt wieder schlank zurück. Das heißt, eine unnötige leere Aktion, wo wir keinerlei Projektaktionen verwenden können, zieht sich etwas länger hinaus. Und jetzt kommen wir zu dem Distrikt hier, zum Quartier und bauen. Nehmen die Sonderaktion bauen. Das heißt, ich muss hergeben, was bauen wir heute? Wir fangen möglichst weit unten an. Die zweite Ebene, geben 2 Kohle, ein Holz und ein Geld ab. Und bauen dafür diese Ebene. Das heißt, auch hier muss ich einen Investmentmarker hinsetzen. Der Rundenzähler geht eine runter. Was brauchen wir denn als nächstes? 2 Stahl haben wir und 2 Geld. Und Kohle bräuchten wir, dann könnten wir hier bauen. Wir bräuchten noch 2 Kohle und 2 Holz, um das hier zu bauen. Und wir brauchen nochmal Holz und Stahl und Geld, um hier oben die andere letzte Ebene zu bauen. Und wieder eine 1er-Pasch. Da könnte uns diese Sonderaktion gelegen kommen. Dass wir 2 Investmentmarker zurückbekommen und dann mit dem einen Feld, was wir laufen können, auf das Stahlfeld gehen, holen uns 2 Investmentmarker zurück und können dann direkt wieder auf dem Stahlfeld arbeiten, kriegen da aber nur eine Ressource, weil ich keine 6 gewürfelt habe. Mit der 1 selber könnte ich hier wieder was machen. Ein Geld gegen 2 Materialien austauschen. Dafür müsste ich dann wieder 2 Felder weit laufen. Wäre diese Karte. Das machen wir. 1, 2. Entweder hole ich einen Investment-Token zurück oder ich nehme ein Material. In diesem Falle nehme ich das Investment-Token hier vom Stahl zurück. Habe die Karte abgehandelt. Die kommt weg. Und hier wähle ich die Aktion. Muss ich ja jetzt wählen, dass ich einen Würfel einsetzen muss, ganz klar. Und hier kann ich ein Geld gegen 2 Material tauschen, in diesem Falle nehme ich Holz. Warum nehme ich Holz? Weil Holz am weitesten weg ist von meinem Ingenieur. Das heißt, ich hätte hier den weitesten Laufweg. Ich muss noch Kohle organisieren, ich muss sowieso also hier oben irgendwo hin, aber das Holz ist eben noch ein Stück weiter weg. Von daher nehme ich das zuerst. So, Investmentmarker platzieren. Runde zählen eine weiter. Wie viel Holz brauchen wir insgesamt noch? Insgesamt brauchen wir 4, das heißt, da fehlen uns noch 2. Stahl brauchen wir noch 3. Und Kohle brauchen wir auch noch 3. Okay. Dann zwei und 5. Hier kann ich 2 Stahl bekommen.
Dafür muss ich die zwei reservieren. Dafür muss ich aber auch zwei Felder laufen. Das heißt, ich muss diese Karte einsetzen. Eine andere Alternative habe ich nicht. Zwei. Ein Geld gegen ein Material. Dafür nehme ich nochmal Holz. Die drei habe ich nicht. Und bauen möchte ich jetzt im Moment auch nicht. So, dann geht es weiter. Auf dem Feld setze ich die 2 ein und bekomme 2 Stahl. Und damit geht hier ein Investmentmarker hin. Und ja, Geld fehlt uns ein bisschen, Kohle fehlt uns noch. Sonst können wir im Moment gar nicht bauen, richtig. Okay, das heißt, Runde ist zu Ende. Nächste Runde. 4. Ich bräuchte Kohle und davon eine Menge. Dafür muss ich nur ein Feld laufen, um die Kohle dann 2 Stück zu kriegen. Brauche ich eigentlich nur eine 5. Das heißt, ich brauche aber muss den Würfel drehen. Und das kann ich mit der Standardaktion tun. Das hilft. Ich laufe ein Feld, sage dann, setze den Würfel auf jeden beliebigen Wert. Auf die 5 setze ich ihn. Karte ist abgehandelt. Jetzt die Sonderaktion dieses Feldes. Ich platziere die 5, bekomme 2 Kohle. Und damit ist die Runde dann auch wieder zu Ende. Und wir würfeln. 6 und 4. Hier könnten wir 2 Holz holen, aber wir brauchen nur noch 1. Und wir brauchen vor allen Dingen auch langsam mal wieder Investmentmarker zurück. Und Geld brauchen wir noch. Jetzt können wir hier auf dieses Commercial Quarter gehen, denn da können wir tauschen ein Material gegen ein anderes und bekommen zusätzlich Geld. Das kriegen wir hin. Und was haben wir hier? 1 und 2 oder 5 und 6. Wenn wir 2 Felder weit laufen, kommen wir nicht. Wir kommen nur ein Feld weiter. Wir haben nur noch diese beiden Karten. Was haben wir denn noch? Wir könnten hier Stahl holen. Nee, auch da müssten wir 2 Felder weit kommen für die 6. Das Holz hier und wir brauchen Investment Token wieder zurück, um hier die Kohle frei zu machen oder da oben hinzulaufen, um Kohle zu holen. Hiermit hole ich mir einen Investment Token. Das heißt auch, dass ich nur ein Feld laufen kann. Ist auch klar. So, dann werden wir also ein Feld laufen, holen uns hier das eine Holz. Und remove one investment token. Wir machen das Kohlefeld frei. Und damit ist die Karte abgehandelt. Hier kriegen wir nur die Standardaktion. Oder hier, obwohl nein, hier kann ich ja jetzt die Advanced Action machen. Und das heißt, ich hole mir hier 2 Holz. Und das kann ich später hier oben eventuell tauschen. Und damit ist die Runde zu Ende. Hier kommt das Investment Token hin. Die Runde ist durch. Wir würfeln neu. 1 und 5. Das hier ist zufälligerweise noch eine Sonderaktion, die wir nutzen können. Hier würden wir mit der 5 aber auch 2 Kohle bekommen, die wir auch brauchen. Nein, wir brauchen nur noch eine Kohle. Das heißt, die 5 kann ich auch hier einsetzen. Das klingt gut. Wir laufen ein. Dann nehmen wir hier die... Ah! Okay, die Aktionen helfen uns beide nicht. Denn dafür muss ich ja hier 3 Geld oder da 2 Geld einsetzen. Beides habe ich nicht. Das heißt, ich kann hier keine dieser Aktionen machen. Denn... ich muss die 3 Geld einsetzen, um 2 Materialien zu bekommen und einen Investment Token zurückzubekommen. Oder hier muss ich 2 Geld einsetzen, um die 2 Materialien und den Investment Marker zu bekommen.
Das heißt aber auch, dass ich das Geld haben muss, damit ich überhaupt die Aktion machen kann. Ich habe das Geld nicht. Da oben seht ihr es, ich bin pleite. Das heißt, ich kriege da nichts für. Aber dafür kann ich jetzt die 5 hier einsetzen, um 2 Kohle zu bekommen. Die Runde ist durch. So, Material ist im Anschlag. Wir brauchen Geld. Zweier Pasch. An Projektkarten kann ich leider nichts tun. Hier habe ich den Investmentmarker vergessen. Ich kriege die nämlich jetzt nur alle zurück, die Projektkarten, weil ich die alle ausgegeben habe, habe ich diese Runde, was den Projektkartenteil angeht, verloren. War umsonst. Und auf dem Feld kann ich auch nichts machen. Ich kann auch, schauen wir mal auf unsere Materialien. Ich brauche insgesamt noch 4 Holz, habe 5. Ich brauche insgesamt noch 2, 4, 5 Stahl, habe 4. Ich brauche also noch 1 Stahl und ich brauche noch 1, 2, 3 Kohle und habe 4. Das heißt, ich habe Holz und Kohle einen zu viel und Stahl einen zu wenig. Und ich brauche auf jeden Fall noch 2 Geld. Ich kann aber nicht laufen, meine ich. Doch, ein Viertel kann ich laufen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Hier unten in den Regeln steht es. Wenn du keine Projektkarten mehr auf der Hand hast, retrieve all project cards and move your engineer 1/4. Das heißt, ich gehe ein Viertelchen weiter. Das heißt, ich gehe hier auf diesen Distrikt und die beiden Zweien helfen mir aber auch hier nichts, was auch nicht schlimm ist. Ich mache hier nur die Standardaktion und damit bekomme ich ohnehin 2 Geld. So, und damit ist die Runde auch wieder durch. So, langsam müssen wir jetzt dann ums Bauen kümmern. Dann kommt hier der Investmentmarker hin. Und 4. Jetzt müsste ich hier stehen bleiben und bauen können. Kann ich aber nicht. Wir schauen mal. Die 1 würde mir für diese Projektkarte die Sonderaktion geben, 2 Investmentmarker zurückzubekommen. Und die 4 würde mir hier für diese Projektkarte die Aktion geben, einen Distrikt abzugraden, auf die andere Seite zu holen und alle Investmentmarker zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir auch machen werden. Ich laufe auf das Baufeld hier rüber und nutze dann die Sonderaktion gegen die 4, 2, einen Distrikt abzugraden. Und das mache ich genau mit dem Distrikt, auf dem ich bin. Das heißt, ich drehe ihn um auf die Seite B. Der Ingenieur kommt zurück. Die ganzen Investmentmarker hiervon, das sind auch 2 Stück, kommen alle wieder zurück. Und dann bin ich wieder da, wo ich hin will, nämlich ich kann jetzt bauen. Die Karte ist abgehandelt. Und ihr seht, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eine 1, 2 oder 3 einzusetzen. Und zufällig habe ich hier noch die 1 liegen. Das heißt, wir können bauen. Wir müssen uns nur entscheiden, was wir hier bauen wollen heute. Als erstes, unten das Fundament fehlt uns noch, dann bauen wir das. Das heißt, die 2 Investment-Token habe ich. Ich baue das hier, gebe 2 Kohle, 2 Stahl, 2 Holz ab. Und dann die 1, das habe ich eingesetzt. Dann kommt hier der Investment-Marker drauf. Die Runde ist zu Ende. Was ihr jetzt auch seht, nachdem ich den Distrikt hier abgegradet habe auf die B-Seite, das Wohnviertel, das Stahlgebiet oder die Stahlindustrie und das Handelsviertel hier, die haben jeweils einen Würfel mehr an möglichem Einsatz für die Sonderaktion bekommen. Im Logistikfeld hier bei der Spedition, das sind LKWs von oben, da hat sich aber nichts getan. Das heißt, hier bleiben die beiden Basisaktionen. Ich kann entweder 2 Investmentmarker zurückholen oder ein Geld gegen 2 Materialien tauschen. Die beiden bleiben hier unverändert. Da tut sich nichts in der Logistikerweiterung. So,
Uns fehlen immer noch zwei Bauten. Dafür brauchen wir zwei Holz, die haben wir. Drei Stahl, da fehlt uns einer. Und eine Kohle, die haben wir aber auch. Gut. Uns fehlt also ein Stahl. Und natürlich fehlen uns die Investmentmarker, die wir brauchen. Wir würfeln wieder. Oder hatte ich eben schon gewürfelt? Egal, dann gilt jetzt das hier. Das Dreierpasch. Das ist spannend. Ich kann mit der 3 als Würfel diese Sonderaktion hier gegen ein Geld bauen, einsetzen. Aber wenn ich baue, brauche ich zwei Investmentmarker. Ich habe nur noch einen. Das gefällt mir nicht. Die andere Version ist, ich habe hier eine Karte, mit der ich mindestens einen Investmentmarker zurückbekomme. Zwei bekomme ich nicht. Jetzt schaue ich noch mal kurz. Ich könnte hier runterlaufen auf das Commercial Quarter und könnte dann hingehen und ein Holz zum Beispiel, habe ich ja eins zu viel, gegen einen Stahl tauschen und würde auch noch ein Geld gewinnen. Dafür brauche ich die 3, da habe ich eine. Und dafür brauche ich nur ein Feld zu laufen, das heißt, ich mache das hier, nehme diese Karte, setze die ein, laufe ein Feld und hole mir einen Investmentmarker zurück. Dann nehme ich den hier aus der Nähe und da will ich eventuell bauen. Und dann komme ich zum Feld, mache hier die Sonderaktion, kann ein Material gegen zwei beliebige andere tauschen, nehme ich, keine Ahnung, ein Stahl, das brauche ich auf jeden Fall noch. Und dann nehme ich auch noch einen zweiten Stahl. So. Und bekomme ein Geld. So, damit kommt hier wieder der Investmentmarker hin. Ups. Neue Runde, neues Glück. 2 und 6. Mit der 2 kann ich bauen, hier auf diesem Distrikt. Dafür muss ich nur ein Feld laufen. Aber ich brauche zwei Investmentmarker. Wie komme ich da dran? Nicht so ohne weiteres. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss hier mal schauen, dass ich alle meine Projektkarten wiederbekomme, denn hier ist einmal die Upgrade District Karte drin, die mir Investmentmarker zurückbringt, die auf diesem jeweiligen Distrikt liegen. Und hier ist die Sonderaktion drin, die mir zwei Investmentmarker zurückbringt. Beide kann ich jetzt sehr gut brauchen. Und um die Karten zurückzubekommen, brauche ich das hier. Und das kann ich machen mit der Karte hier. Das heißt, ich laufe ein Feld, nutze die Sonderaktion, gewinne 2 Geld oder ein Material. Ich nehme 2 Geld. Material habe ich alles, was ich brauche. Und kriege außer der hier alle anderen Projektkarten zurück. Die beiden brauche ich. Und hier kann ich jetzt nicht bauen, denn dann bräuchte ich am Ende der Runde meinen zweiten Investmentmarker und ich habe nur noch einen hier liegen. Das heißt, ich kann auch hier nur die Standardaktion machen, 2 Geld zu gewinnen. Ich bin aber schon am Limit von meiner Bank. Ja, witzig, dass man hier ein Maximum an Kontoguthaben bekommen kann bei unserer Bank. Das ist seltsam. Aber so ist es nun mal hier in diesem Spiel. Maximum 5, der Rest verfällt. Das heißt, auch hier kommt trotzdem das Investment-Token hin und eine Runde weniger. Das wird jetzt eng. Okay, wir haben eine 1, um
zwei Investmentmarker zurückzubekommen. Das ist schon mal gut. Ich brauche kein Geld oder Material, ich muss eigentlich nur bauen können. Und ich brauche dafür Investmentmarker. Die 4, um einen Distrikt abzugraden und damit auch zwei Investmentmarker zurückzubekommen, die habe ich hier nicht. Wo muss ich denn hin? Ich kann übrigens, wenn ich diese Karte einsetze, hier Upgrade District, kann ich jeden beliebigen Distrikt aufrüsten. Ich muss also auch nicht da auf diesem Distrikt dann jeweils stehen. Das heißt, auch wenn ich hier auf diesem Distrikt stehen bleiben würde, in irgendeiner Form, dann würde ich trotzdem auch diesen Distrikt zum Beispiel upgraden können und würde die beiden Investment-Token zurückbekommen. Um die 4 einzusetzen. Nein, wir machen das etwas anders. Wir haben gerade erst gewürfelt, die 1 und die 2. Wir sind noch in der sogenannten Preparation Phase. Wir haben die 2 Würfel gewürfelt. Wir können gegen ein Material oder 2 Geld einen Würfel anpassen, um jeweils ein Feld rauf oder runter. Oder wir können auch ein Material oder 2 Geld bezahlen, um einen Investmentmarker irgendwo herzuholen. Oder wir können Material gegen Geld verkaufen. Jetzt gucken wir mal auf unser Konto. Wir haben 5, also komplett, das Bankkonto ist gefüllt bis zum Platzen. Material, wir brauchen 3 Stahl, haben 4. Wir können also einen Stahl abgeben. Wir brauchen noch eine Kohle, haben 2. Wir können auch Kohle abgeben. Das heißt, wir haben ordentlich Material. Und das nutzen wir jetzt. One Material to remove one Investment Marker. Genau das machen wir. Dann haben wir uns noch gar nicht um die Projektkarten gekümmert. Sondern wir holen uns einfach mal den Investment Marker hier zurück. Und zahlen dafür, was haben wir gesagt, ein Kohle. Und was wir auch machen können, ich weiß nicht, ob wir das beliebig oft machen können, da muss ich, glaube ich, nochmal nachfragen. Das habe ich noch nicht gesehen im Boardgame Geek Forum von dem Spiel, ob man diese Aktionen mehrfach beliebig machen darf. Wir haben sie jetzt einmal gemacht, wir sagen mal, das ist es. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Investment Marker, den wir jetzt brauchen. Und wir holen jetzt gleich noch 2 weitere mit der Sonderaktion auf dieser Projektkarte. Ja. Das wird doch schon mal was. Kommen wir in Richtung Bauen? Nee, kommen wir jetzt nicht. Wir müssen unseren Ingenieur ja bewegen. Wir nehmen diese Karte hier, laufen nur ein Feld, und zwar hier oben hin. Brauchen wir. Das ist ja Quatsch. Wir machen das noch anders. Wir nutzen noch eine Sonderaktion. Wir könnten auch noch ein Material bezahlen, nämlich in diesem Falle Stahl, um einen Würfel, um ein Feld zu verändern, nämlich auf eine 3. Diese 2 auf eine 3 zu ändern. Und jetzt passt es. Wir nehmen diese Karte, laufen ein Feld, nutzen die Sonderaktion gegen die 1. 2 Investment-Token irgendwo herholen. Wir nehmen beispielsweise diese beiden. Und haben die Karte gespielt. Und jetzt können wir hier die Sonderaktion nutzen. Gegen die 3. Und bauen. Und das tun wir in diesem Falle mit der nächsten Ebene hier. 2 Stahl. 1 Kohle. Und ein Geld. Und jetzt haben wir diese Ebene gebaut. Jetzt kommt hier nämlich das Investment-Token hin. Wir rundenzählen eine weiter. Wir haben noch 2 Runden und müssen noch eine Ebene bauen. Das Material dafür haben wir. 2 Holz, 1 Stahl, 1 Geld. Ist mehr als genug da. Geld haben wir sogar jetzt noch etwas übrig. Wir müssen aber die Möglichkeit bekommen zu bauen. Und dafür brauchen wir Investment-Marker. Und dafür wäre eine 4 gut, um zum Beispiel mindestens einen Distrikt abzugraden. Das könnte dann dieser oder dieser sein. Dann würden wir 2 Investmentmarker bekommen. Hier würden wir einen bekommen. Das heißt, ich würde als nächstes wahrscheinlich diese Karte wählen.
Und das passt auch. Wir können tatsächlich ein District Upgrade machen. Das heißt, mit der 4 hier können wir das tun. Die 6 hätte ich. Und damit kann ich nicht bauen. Was ich brauche, um bauen zu können, ich kann jetzt zwei Felder laufen oder müsste zwei Felder laufen. Komme damit nicht auf ein Baufeld. Blöde Geschichte. Das heißt, bauen kann ich ohnehin nicht. Aber das macht nichts. Wir haben ja noch eine Runde mehr. Das heißt, ich laufe jetzt zwei Felder. 1, 2. Und nutze die Sonderaktion Upgrade District und nutze diesen District hier. Bekomme die beiden Marker zurück. Ups, das war die 4. Die habe ich eingesetzt. Jetzt kann ich mir hier zwei Stahl holen. Das tue ich auch mit der Sonderaktion hier. Stahl holen, zack. Investment Token, zwei Stahl haben wir geholt. Passt. Runde zu Ende, letzte Runde. Und jetzt haben wir eigentlich, die Karte ist gespielt. Jetzt haben wir die zwei Investment Marker, die wir brauchen, um fertig zu bauen. Wir haben in Reichweite sehr viele Felder, um bauen zu können. Wir müssen nur noch das richtige Ergebnis würfeln, 3 und 6. Die 6 hilft uns jetzt nicht, aber die 3 hilft uns hier oder hier. Das heißt, egal ob wir ein oder zwei Felder laufen, das würde funktionieren. Und ich sehe gerade, wir werden sogar noch schneller fertig. Wir brauchen noch nicht mal so lange zu spielen. Wir nehmen diese Karte hier, laufen zwei Felder, nutzen jetzt die Sonderaktion, zahlen einmal und können bauen. 2 Holz. Stahl, ein Geld. Und damit haben wir alle Ebenen gebaut und wir brauchen tatsächlich nicht mehr weiterspielen. Noch bevor wir die Aktion auf dem Quartier hier ausführen müssen, sind wir fertig, haben gewonnen. Gerade so, letzte Runde war dran. Das heißt, es hat so gerade spitz auf Knopf gepasst. Gut, ihr seht, es ist ein bisschen knifflig, man muss ein bisschen überlegen. Ich habe auch ein paar Minuten gebraucht, um nachzudenken, was ich jeweils tun kann und muss. Die Projektkarten bieten einem schon eine Menge Möglichkeiten, zwischen denen man hoffentlich sinnvoll entscheidet. Heute also eine kleine zusatzspannende Geschichte hier mit der Logistikerweiterung. Die hat uns ein- oder zweimal geholfen. Ansonsten war es wieder ein spannendes Spielchen mit Micro City von Fistboy Games, dem Kickstarter von 2020. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr von der Runde haltet, was ihr von der Logistikerweiterung haltet oder von dem Spiel als solchem. Habt ihr es selber, habt ihr es auch gespielt? Kennt ihr die Firma als solche? Mir waren sie neu. Ich habe auf Kickstarter das Spiel gesehen, mich hat das sofort angesprochen, auch von der Optik her, vom Design. Und man muss schon sagen, die Komponenten sind sehr hochwertig. Die Würfel waren ein Upgrade, die sollten ursprünglich einfache, undurchsichtige Steine sein. Auch die Marker sind Upgrade, auch die Prints auf den Markern. Das waren alles Stretch Goals im Kickstarter und die Kampagne war super gelaufen. Die haben ordentlich produziert, die Qualität ist super. Ich bin begeistert von diesem kleinen Spielchen, hat Spaß gemacht und ich werde wahrscheinlich in der im nächsten Let's Play nochmal schauen, ob wir nicht doch die Parkerweiterung machen können. Wo habe ich sie hingetan? Ne, hier ist sie nicht. Das ist ein normaler Distrikt. Hier. Nee, auch nicht. Wo ist mein Park? Da ist. Mein Park ist weg. Nein, mein Park ist nicht weg. Hier ist mein Park. Da, die Parkerweiterung. Dann würden wir Umwege laufen müssen. Schauen wir uns das vielleicht mal an. Und was natürlich noch ansteht, ist die Microville Expansion. Die hat praktisch ja auch eine Solo-Möglichkeit. Ich habe es eben mal überflogen. Da geht es dann aber nicht tatsächlich darum, solche Ebenen hier zu bauen von diesen Buildcards. Sondern dann baut man hier auf dieser Seite und sammelt Punkte und muss dann eben mindestens 15 Punkte sammeln innerhalb von bestimmten Runden, je nach Schwierigkeitsgrad. Das schauen wir uns vielleicht auch nochmal an. Dazu mache ich in den nächsten, ja, sagen wir mal Wochen. Ich glaube nicht, dass ich das regelmäßig irgendwie schaffen kann. Dazu auch noch ein Let's Play. Ja, und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund
Viel Spaß beim Spielen und ja, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, euer Spartakus.